Ich fange an mit der Konditorcreme und dafür nehme ich 500 Milliliter Milch, 4 Eigelb, 50 Gramm Mehl und 100 Gramm Zucker und etwas Vanille. Die Milch wird mit der Vanille erhitzt und dann werden zwischendurch die Eier mit dem Zucker und dem Mehl vermischt und kommen dann auch dazu zu der Milch, werden einmal aufgekocht und eingedickt und dann ist die Creme auch schon fertig. Das wird jetzt so lange gerührt, bis es eingedickt ist. Und dann kommt es von der Herdplatte runter, wird in eine Schüssel hineingegeben und mit etwas Frischhaltefolie bedeckt. Und dann darf es erst einmal abkühlen. Ich mache jetzt noch etwas Frischhaltefolie drauf und dann darf es erst einmal abkühlen. Ich habe hier fertigen Blätterteig genommen, das geht jetzt einfach schneller. Und den werde ich schneiden, das sind 2 Pack. Ich habe hier für einen Pizzaschneider und zeige euch jetzt, wie ich den schneide. Diese werden jetzt mit einer Gabel gelöchert sozusagen und dann kommt noch etwas Puderzucker drauf. Bevor sie jetzt in den Backofen gehen, kommt noch etwas Puderzucker hinzu. Das wird jetzt mit einem Sieb drüber gestreut. Und dadurch karamellisiert dann auch die Oberfläche etwas in dem heißen Ofen. Die kommen jetzt für circa 20 Minuten in den Ofen. Ihr müsst immer ein Auge drauf haben, dass sie nicht zu dunkel werden. Und das mache ich natürlich mit den anderen auch gleich. Weiter geht es mit der Sahne. Ich schlage jetzt 2 Pack Schlagsahne auf mit 2 Pack Sahnesteif und etwas Zucker. Zucker nach Geschmack. Ich nehme jetzt hier circa 4 Esslöffel Zucker. Die Sahne wird jetzt erst nochmal kühl gestellt, bis die Vanillecreme komplett abgekühlt ist und dann werden diese vermischt in einen Spritzbeutel gegeben mit einer Tülle und kommen dann nachher nochmal in den Kühlschrank, bis der Blätterteig fertig ist. Und hier ist der wunderbare Blätterteig schön aufgegangen. Da ich aber den unteren Teil etwas flacher haben möchte, werde ich jetzt einfach mit einer Gabel etwas eindrücken hier. Dann kann ich es später besser befüllen. Das werde ich jetzt immer mit dem unteren Teil machen und mit dem oberen dann später. Die lasse ich dann so rund. Die Vanillecreme ist jetzt abgekühlt und jetzt wird die Sahne untergemischt. Die Creme kommt jetzt in einen Spritzbeutel mit einer Tülle und kommt nochmal in den Kühlschrank und dann werde ich die Erdbeeren vorbereiten. Ihr könnt auch jetzt nochmal prüfen, ob euch die Süße so zusagt, denn wenn sie dann im Spritzbeutel ist, dann kann man daran nichts mehr ändern. Die Erdbeeren habe ich hier inzwischen gewaschen und werde sie jetzt befreien vom Grün, also einmal hier durchschneiden und dann halbieren. Und so kann man es dann auch schon auf den Blätterteig später legen. Und ich werde noch ein paar Hälften machen.
einfach zur Dekoration später. Die kommen dann einfach so drauf. Ich nehme eins als Boden. Falls die Creme zu flüssig ist, könnt ihr noch etwas Sahnesteif hinzugeben, dann verdickt sie etwas. Ich nehme jetzt einen Boden und spritze jetzt auf der Innenseite entlang. Gebe jetzt hier ein paar Erdbeeren drauf. Dann nehme ich den zweiten Deckel, gebe das jetzt hier drauf. Das hält ganz gut wegen den Erdbeeren. Dann mache ich hier weiter, mache genau das Gleiche. Immer so ein bisschen Platz lassen zum Rand hin. Dann wieder Erdbeeren. Kann man noch ein bisschen auffüllen, wenn man möchte, an den Seiten. Und dann kommt der Deckel drauf. Da habe ich jetzt diese Runden hier und lege das einfach oben drauf. Drücke es etwas fest. Dann kommt etwas Puderzucker drauf. Und dann kann man noch zwei Tupfer von der Creme drauf geben oder einen Tupfer. So. Und dann gibt man einfach diese Erdbeeren hier drauf. Und schon ist es fertig. Knuspriger Blätterteig mit Konditorcreme und Sahne und frischen Erdbeeren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Ideen mitnehmen. Und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Tschüss!